In diesem Video wollen wir euch das beste Handy vorstellen, das ihr aktuell auf dem Markt kaufen könnt und wollen das unter 5 Minuten schaffen und ohne Technik zu werden. Wir haben also keine Zeit, deswegen legen wir auch direkt los. So gut wie alle Technik-YouTuber da draußen sind sich aktuell einig, dass als Gesamtpaket der Samsung S23 Ultra das beste Handy auf dem Markt ist. Und dabei hat die Kamera von diesem Handy am meisten beeindruckt und hat auch zu einigen Kontroversen geführt. Deswegen fangen wir auch direkt mit diesem Thema an. Zunächst einmal, die Kamera ist tatsächlich viel besser geworden in Selfie-Schießen. Also wenn ihr viele Fotos von euch selbst macht oder von euren Freunden oder Familienangehörigen, dann ist auf jeden Fall diese Kamera eine der besten, die aktuell auf dem Markt sind. Und einige behaupten sogar gerade in Sachen Selfies mittlerweile besser als die von der iPhone 14 Pro Max. Was ich ganz besonders cool finde, gerade wenn ihr halt viele Selfies macht, ihr könnt den S Pen, der auch mit einem Handy verbaut ist, dafür benutzen, dass ihr halt Fotos auslösen könnt. Also euer Handy da irgendwo hinstellen, S Pen rausnehmen, auf den Knopf drücken und ein Foto auslösen. Und mit der 200 Megapixel Kamera könnt ihr halt wirklich sehr detaillierte Fotos machen, wie in diesem Fall. Was ebenfalls viel besser geworden ist, die Kamerastabilisierung. Wenn ihr also jemand seid, der mal unterwegs ist, auch meinetwegen am Joggen ist, könnt ihr ohne Probleme ein Video machen und das Video sieht trotzdem brauchbar aus. Der Zoom von der Kamera ist natürlich auch viel besser geworden, aber hier muss man auch mal eine Sache erwähnen, und zwar Samsung hat in Sachen AI-Verbesserung für die Kamera ein bisschen übertrieben. Das ist ja erstmal die schlimme Software zu benutzen, dass die Bilder ein bisschen besser aussehen und dass die Software in der Lage ist, auch Sachen zu erkennen, wie beispielsweise den Mond in diesem Fall. Links seht ihr ein unscharfes Foto, das ist das Originalfoto, und rechts seht ihr dann, was die Software, die künstliche Intelligenz daraus gemacht hat. Da wurden Details hinzugefügt, die vorher nicht da waren. Hier sind die auf jeden Fall übers Ziel hinausgeschossen. Dennoch ist es sehr beeindruckend, wie weit das Handy zoomen kann und trotzdem sehr detailliert bleibt. Eine weitere sehr beeindruckende Sache ist, ihr könnt mit diesem Handy 8K-Videos schießen mit 30 FPS. Ich weiß nicht, wofür ihr das braucht, aber es ist möglich. Und wenn ihr schon Videos schießt, dann wollt ihr natürlich auch guten Ton. Deswegen, Mikrofon wurde verbessert und kann mittlerweile mit dem Apple-Mikrofon mithalten, das ja aktuell als einer der besten auf dem Markt gilt. Des Weiteren, Fotos in der Nacht sehen auch wirklich aus wie Fotos in der Nacht und nicht halt komplett überlichtet. Und die wurden auch schon detaillierter und qualitativ besser. Ein weiterer Pluspunkt ist für alle Social Media User da draußen, sprich Facebook, Snapchat, Instagram, TikTok ist glaube ich auch dabei. Samsung und die kooperieren mittlerweile. Das bedeutet für euch, das Feature, die halt das Handy anbietet, wie beispielsweise einen richtigen Zoom und nicht einen digitalen Zoom, könnt ihr dann auch in diesen Apps benutzen. So halten wir fest, die Kamera ist auf jeden Fall eine der besten Kameras für Handys aktuell auf dem Markt und wir machen weiter mit den Lautsprechern. Ganz simpel, die wurden verbessert. Die sind jetzt lauter, haben mehr Bass und allgemein haben die einen guten Klang, deswegen auch hier top. Dann darf natürlich ein paar Worte zu der Ästhetik nicht fehlen. Handys sind ja mittlerweile ein Accessoire geworden. Dieses Handy, in meinen Augen ist es subjektiv, sieht halt super aus. Ich mag es, wenn es schlicht ist. Es ist auch sehr hochwertig und wirkt auch hochwertig, wenn ich es in der Hand habe. Allerdings muss erwähnt werden, dass es zum Verwechseln ähnlich aussieht zum Samsung S22 Ultra. Aber der sah ja auch schon gut aus, also von daher ist das jetzt kein Nachteil. Was aber auf jeden Fall ein Pluspunkt ist zu diesem Handy, es wurde jetzt Gorilla Glass Victus 2 verbaut und ihr seht das schon im Hintergrund, da läuft ein Video, da lassen die es von einem Meter runterfallen auf Sandpapier und nichts, kein Kratzer. Und das ist auf jeden Fall ein riesen Pluspunkt, wie ich finde. Jetzt ein paar Worte zum Prozessor. Hier erstmal eine richtig gute Nachricht. Früher haben wir einfach bei den Samsung-Handys immer Pech gehabt. Und zwar haben wir hier in Europa Exynos-Chips verbaut bekommen, während die in Amerika beispielsweise den Snapdragon verbaut bekommen haben. Also wir hatten einfach immer einen schlechteren Chip. Jetzt ist das zum Glück nicht mehr so. Jetzt wurde bei uns auch ein Snapdragon verbaut und nicht nur irgendeiner, und zwar der beste aktuell auf dem Markt, und zwar der Snapdragon 8 Gen 2. Das ist natürlich ein sehr performanter und super Chip, das ist hier kein Problem. Was bedeutet das für euch? Abgesehen davon, dass halt alles super flüssig und schnell läuft, habt ihr auch eine richtig gute Performance, wenn ihr mal Spiele spielen wollt. Zum Beispiel hier Call of Duty, super flüssig, ohne Probleme. Oder, wenn wir schon über Spiele reden, dürfen wir natürlich niemals vergessen, Genshin Impact zu erwähnen. Ihr seht ja, wie gut das Spiel aussieht. Und ihr seht es auch, es läuft super flüssig. Und erst, wenn ihr halt wirklich viele Kämpfer habt, viele Gegner auf dem Feld habt, dann geht es mal unter die 60 FPS. Aber selbst da, ohne Probleme, 45, 50 FPS. Und das finde ich richtig beeindruckend. Und wenn wir schon über Spiele reden, dürfen wir auch nicht Betriebssysteme und Software-Updates vergessen. Zunächst einmal, Samsung hat schon angefangen, viel öfter Updates rauszuhauen. Und was richtig cool ist, die bringen viel schneller Sicherheitsupdates raus als die Konkurrenz. Ein weiterer Pluspunkt: Samsung sagt, dass sie dieses System bis ungefähr Android 17 unterstützen wollen. Also wenn ihr jemand seid, der dieses Handy viele Jahre benutzen möchte, dann habt ihr hier auf jeden Fall eine richtige Entscheidung getroffen. Denn wir sind aktuell bei Android 13. Das bedeutet, ihr kriegt auf jeden Fall 4 weitere Generationen geupdatet. Und zack, unter 5 Minuten haben wir geschafft. Also wir hören raus, es ist ein sehr gutes Handy. Und jetzt müssen wir uns folgende Frage stellen. 256 GB oder 512 GB? Und hier muss ich offen sagen, ich tendiere aktuell zur 512 GB Version, auch wenn die mehr kostet. Zunächst einmal zu dem Preis. Links QR-Code zur 256 GB Version, rechts die für die 512 GB Version.
klickt drauf, guckt nach. Die Preise schwanken so extrem. Deswegen ist es auf jeden Fall sinnvoll, einfach immer wieder mal reinzugucken. Aber was ich hier bemerke ist, ihr habt einen Aufpreis von ungefähr 10% für die 512 GB Version statt der 256 GB Version. Und ich sage, das lohnt sich, wenn ihr schon bereit seid, so viel Geld für ein Handy auszugeben. Dieser Speicher, der hier verbaut ist, das ist extrem schneller Flash-Memory-Speicher. Das erklärt zum Teil diesen immensen Aufpreis für den Speicher, aber ihr braucht den auch. Denn wenn ihr das nicht hättet, könntet ihr nicht 8K in 30 FPS aufnehmen, denn ihr könntet nicht schnell genug die Daten halt speichern. Eine weitere Sache, die sehr wichtig ist, wenn ihr 8K-Videos aufnimmt oder wenn ihr mit 200 Megapixeln halt Fotos macht und ein Foto einfach 20 bis 50 MB Speicherplatz einnimmt, könnt ihr euch selber vorstellen, wie schnell euer Speicherplatz gefüllt ist. Und ihr könnt halt keine MicroSD-Karte einbauen, abgesehen davon, dass das mit diesem Handy nicht möglich ist, würde es ja auch nicht funktionieren, weil die Kamera dann nicht 8K-Videos, also so schnell kann die SD-Karte einfach nicht speichern, deswegen könntet ihr keine 8K-Videos machen. Ich nehme an, das ist die Begründung dafür, warum die das jetzt nicht erlauben. Aber nehmt das mit 512 GB und dann habt ihr keine Kopfschmerzen mehr. Und WhatsApp, ihr wisst ja selber, wie WhatsApp funktioniert, füllt euren Speicher die ganze Zeit mit Videos, mit Fotos und so weiter. Und ihr müsst auch nicht ständig halt das dann wieder löschen. Deswegen, ich tendiere aktuell zur 512 GB Version. Also scannt mit eurem Handy einfach die QR-Codes oder alternativ klickt auf die Verlinkung unten in den Kommentaren und schaut euch einfach mal die Preise an. Und achtet auch bitte darauf, dass Verkauf oder zumindest der Versand von Amazon ist, dann kriegt ihr die Gewährleistung von Amazon und habt die nächsten 2 Jahre keine Kopfschmerzen mit Garantie oder Gewährleistung oder sonstiges. Das ist ein Technologieprodukt, es kann immer was sein, spart euch diese Kopfschmerzen.